Rebecca Kriechbaumer von der ÖVP ist jetzt am Wort. Initiative Erhalter Militärmusiken in voller Spielstärke beschäftigt. Wie Sie wissen, gab es damals einen breiten Protest gegen die vom damaligen SPÖ-Verteidigungsminister Kolb angekündigte Maßnahme, die Militärmusikkapellen auf nur mehr 20 Musiker zu kürzen. Innerhalb kürzester Zeit haben damals mehr als 50.000 Personen diese Bürgerinitiative unterstützt und letztendlich ist es der ÖVP zu verdanken, dass die Militärmusikkapellen ein Jahr später wieder auf den alten Stand gebracht wurden und wieder spielfertig sind. Die Militärmusik hat in den Bundesländern eine große traditionelle Bedeutung und in diesen Traditionen muss investiert werden. Sie sind auch eines der besten und qualitativ hochwertigsten Aushängeschilder der österreichischen Bundeswehr. Zudem sind sie die Werbeträger für die österreichische Blasmusik insgesamt. Die Militärmusik ist, und das muss auch gesagt werden, eine Investition in jährlich rund 250 Jungmusikerinnen und Jungmusiker, die hier ihre musikalische Ausbildung vertiefen und weiterführen können. Viele sind ehrenamtlich in den über 2160 Musikvereinen in Österreich in Führungspositionen tätig. Sie geben ihr Wissen weiter und halten somit die Blas- und Musiktradition einem österreichischen Kulturgut und dass wir auf der ganzen Welt beneidet werden. Selbstverständlich übernehmen die jungen Mitglieder bei der Musik, wie im Ernstfall vorgesehen, auch Katastropheneinsätze. Sehr geehrte Damen und Herren, um auch in Zukunft zukunftsorientiertes und traditionsbewusstes Militärmusikwesen zu erhalten, ist es notwendig, die Militärmusikkapellen auch weiterhin finanziell ausreichend zu versorgen. Dies wird durch unser Regierungsprogramm unterstützt und abgedeckt. Was die Bürgerinitiative keine Reduzierung bei Polizeiinspektionen und keine Stellenabbau von Polizeibeamten im Bezirk Gänserndorf betrifft, so kann ich berichten, dass es zu keinem Abbau bei der Polizei kommt. Im Gegenteil, diese Bundesregierung arbeitet bereits jetzt daran, bis Ende 2022 stufenweise 2.100 Polizistinnen und Polizisten wieder auf die Straße zu bringen. Des Weiteren wird es 2.000 zusätzliche Polizistinnen und Polizisten in Ausbildung geben. Sehr geehrte Abgeordnete, Hohes Haus, wir alle sind gefordert, daran mitzuarbeiten, dass die Arbeit der Polizei in der Bevölkerung besser wahrgenommen wird. Und es muss unser aller Ziel sein, dass diese Arbeit auch besser geschätzt wird. Nun, so können wir sicherstellen, dass die hervorragende Arbeit, die unsere Polizei jeden Tag leistet, in unserer Bevölkerung auch das als wahrgenommen wird, als was sie ist. Harte Arbeit. Rebecca Kirchbaumer von der ÖVP geht auf eine Bürgerinitiative zum Thema Erhalt der Militärmusiken in allen Bundesländern in voller Spielstärke ein. Die Initiative hatte bereits vor dem Einlangen im Nationalrat über 46.000 Unterschriften gesammelt.